Wir haben erstmal die ganzen Gegenstände eingemessen, was in den Koffer rein soll. Wenn man die Maße hat, versucht man daraus den Koffer zu konstruieren. Man spielt Tetris, dann schaut man, was genau will der Kunde, was für Verschlüsse, was für Griffe, Farbe, was für einen Stil der ganze Koffer bekommt. Und wenn das dann alles komplett ist, geht es dann eigentlich schon raus in den Zuschnitt. Beim Zuschnitt teilen wir die ganzen Sachen auf. Das heißt, einmal wird das Holz extra geschnitten und gleichzeitig wird auch Aluminium gemacht. Zuerst werden die Alukanten abgelenkt auf die jeweilige Länge. Die Spitzen nochmal 45 Grad abgeschnitten. Und wir machen zwei 90 Grad Schnitte rein, wo dann wir knicken können, das Aluminium ein U ergibt, um das ganze Case ein bisschen stabiler zu halten. Der weitere Schritt war dann bei den Alukanten, dass die Löcher gleich vorgestanzt werden für die Nieten. Da haben wir eben eine Maschine, wo mit Druckluft ein Stempel direkt durch die Alukante eigentlich durchstößt. Die Farben, wir haben ein kleines Sortiment bei uns hier in der Halle, aber so Exoten haben wir im Außenlager draußen. Die bekommt er gestellt und tut sie dann eben verarbeiten, laut dem Zuschnittsplan. In der Produktion selber nimmt sich dann der erste Mann eigentlich die ganzen Einzelteile vom Holz, schaut, was für eine fortlaufende Nummer das hat, sucht sich die Aluminiumwinkel raus und verbindet die ganze Sache erst einmal. Das heißt, er tut die Alukanten mit dem Holz vernieten, mit der Nietmaschine. Und wenn dann der Rohkasten entstanden ist, kommt dann der nächste Mitarbeiter, der macht dann die Vormontage. Der tut dann die ganzen einzelnen Sachen, wo an das Case sollen, wie L-Ecken, die Verschlüsse oder die Scharniere hinten, tut er heften. Das heißt, er macht nur wirklich nur das Nötigste an dem Case, dass die Gegenstände dann halten. Wenn er damit fertig ist, stellt das ab. Der nächste Mann nimmt sich das Case und liest sich den Aufkleber durch, was gehört alles noch mit hin, was für ein Griff, sollen noch irgendwelche Eckrollen ran, wie auch immer, und macht dann eben den Rest noch an das Case hin. Wenn das passiert ist, kommt noch das Tonschild auch noch drauf und wird auch wieder auf einen Stapel gelegt, und wenn dann der Stapel hoch genug ist, wird es dann weitergeschoben zum Schaumstoff. Das Inlay, was man davor eingezeichnet hat, ist in der Zeit auch schon gefräst worden. Eine Kochplatte, wo eben die zwei Teekessel drauf sind, da kann man den Kleber schon mal vorwärmen. In der Schaumstoffabteilung selbst wird dann das Inlay dann in das Case eingeklebt, und dann wäre eigentlich die ganze Sache, das Case, schon fertig.